Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu unserer Randomizer Tolink Nuzlocke von Oras mit Items und Miri. Nur Ohr. Mirio. Und OR, okay. Ich habe gehört, wir gehen. Kann ich schon neue Pokebälle kaufen? Ja, ich wollte auch gerade mal gucken, aber ich glaube, die wilden Pokémon haben uns nicht so viel Geld gegeben oder haben wir Startgeld von Mama? Ja, ich glaube schon. Wir haben 3000. Das heißt, wir können auf 10 wieder hochfüllen. Oder vielleicht sogar. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, ich gebe mein ganzes Geld für Bälle aus. Ich kaufe jetzt mal 10 neue Pokebälle, dann habe ich 15. Und ein Premiereball. Kauf 10 Bälle, dann kriegt ihr einen gratis. Ja, wir müssen ja sparen, ne? Ja, das Schwarm-Style. Gegengift kaufe ich mir jetzt auch schon mal zur Sicherheit 3 Stück. Ich habe 11 Tränke. Ach, krass. Ja, irgendwie hat man voll viele, warum auch immer. Hat man gekriegt als Werbegeschenk oder so. So, hallo, wollt ihr eine Rose kaufen? Okay, ich fühle mich bereit für das nächste Routen-Pokémon. Also nach links, gebe ihn. Wie nach links? Ach so, nach links. Das sind Fußspuren. Der Typ sagt, das waren aber nur seine eigenen. Er ist im Kreis gelaufen und dachte, das wären Pokémon-Fußspuren. Er ist dumm. Wow, Wingull-Angriff. Du sagst, das ist blau. Ah. Okay, Peace. Nächstes Routen-Pokémon. Okay. Gib mir ein Gutes. Oh, da oben im Gebüsch könnte ein Trassler stehen. Sonst, oh, dieses shit. Und was ist es? Was ist es? Ich habe einfach einen Mogelbaum. Ich auch. Moment, ich guck, was mein Encounter ist. Ein Mewtwo! Ähnlich. Es ist wirklich ein Level 3 Mewtwo. Das glaube ich nicht. Screen or didn't happen. Was zur Hölle? Moment, warte. Das kriegt er nicht gefangen. Wir müssen keinen Mogelbaum haben. Ich glaube, wir brauchen gar nicht probieren. Also, ich werde erst anfangen zu kämpfen. Ja. Katze muss ein Mewtwo fangen. Vorher macht es gar keinen Sinn. Screen or didn't happen. Wait a minute, ich schick's in unsere Gruppe. Ja, ja, was ist es? Was ist es? Es ist ein Mauzi. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ich begrüße euch alle mit meinem Mewtwo. Ich seh noch keine Wilder. Ich auch nicht. In Discord. Achso. Beide gleichzeitig, ganz verwirrt. Nee, das sieht nicht legit aus. Es ist halt ein Level 3 Mewtwo. Wisst ihr was? Ich will es gar nicht schwächen. Ich geh da direkt auf den Ball und fang das ja, jetzt fang an. Das. Ach du Kacke. First try. Ja, first try Mewtwo fangen. Mogelbaum war kein Pflanzen-Pokémon, auch wenn ich das immer denke. Nein, es ist nicht. Es ist okay, ich muss sagen, ich hatte einen kurzen Herzinfarkt, als der Wackelball einmal gewackelt hat, obwohl es nicht geschwächt ist. Ja, wir warten dann mal, was Katze so macht. Ich glaube, wir können halt nicht viel machen, weil ich muss es halt Sinn. Schwächen. Ich muss es halt schwächen. Und das Problem das ist, wie so schwäche geil, ich das jetzt mit einem Zulkyun. Wenn Katz jetzt das Mewtwo tatsächlich irgendwie fängt und einer von uns verkackt das Mogelbaum. Pflanze ist effektiv, ne, gegen den Mogelbaum. Oh ja. Gott, das war knapp. Ich habe auch noch einen Volltreffer gelandet, ist das doof. Ich fange schon mal an, das zu schwächen mit meinem Das Problem ist, dass Kastanie Level 8 ist. Kastanie macht Tackle. Wenn das jetzt One-Hit ist, es tut mir so leid. Oh, ich habe so Angst. Der macht Imitator bei mir. Er imitiert deine Attacke. Oh ja. Leute, ich weiß nicht, ob mir die 13 Pokebälle, die ich habe, reichen werden. Katze fängt erstmal Mewtwo. Oder auch nicht. Mir wäre nicht ganz lieb, wenn ihr eure fangen würdet, einfach nur, damit ich keine Bälle verschwenden muss. Weil dann, wenn ihr nicht gefangen bekommt, müsste ich nicht alle meine Bälle auf dieses Ding draufwerfen. Aber du bist derjenige mit dem Mewtwo. Der das am wenigsten fängt, bist du. Aber ehrlich. Aber ich würde jetzt durch alle meine Bälle durchgehen, durch 13 Stück. Ja. Damit, wenn ihr dann verkackt, ich das nicht nutzen kann. ja. Oder ihr geht durch 2 Bälle durch. Oh shit, um das roter zu fangen, Bereich, okay. Und ich sitze dann mit 13 theoretisch noch dran. Ja, warte, ich probiere meins jetzt. Mal gucken. Okay, ich habe meins jetzt so weit runtergeschwächt. Das Mewtwo ist sehr unkooperativ. Es crittet. Es hat jetzt einfach zum zweiten Mal schon gecrittet. Mogelbaum muss stark sein. Finde ich äußerst asozial. Nein, das ist nur Mogelbaum. Deswegen war ich nicht gerade begeistert, als ich es gesehen habe. Leider raus aus dem Ball. Okay, es hat nicht mal gewackelt. Ja, gleichfalls. Oh shit, Steinwurf. Wir machen jetzt einen speziellen Move, der nennt sich Premierball. Ja, den habe ich schon eingesetzt. So, oh, der gefällt mir. Mir ja, so der ist jetzt farblich gematcht. Es wackelt einmal. Oh, das ist ausgebrochen. Aber die Farbe hat ihm gefallen anscheinend. Das ist gut. Das geht niemals gut.
Ich habe nur noch 10 Bälle und ich würde es wahrscheinlich mit Ultrabällen schon alleine bei 10 Stück bei dem Ding nicht kriegen, ohne dass es eingeschleppert ist. Deswegen, ich halte das für schwierig, aber ich werfe weiter meine Bälle mit bestem Enthusiasmus. 1, 2, 3. Mittlerweile setzt es nur irgendwelche Bodyguards ein. Ja, ich auch. Okay, Katze. Ich versuche mein Bestes, Leute. Gib dein Bestes. Ich versuche euch einen Mogelbaum zu bescheren. Bitte nicht, du kannst es einfach nicht fangen. Das ist voll okay für mich. Oh. Ich nenne meinen Mogelbaum Mewtwo im Übrigen. Ja, okay, das ist ein kreativer Name. Was ich heißt denn, wenn das Pokémon nicht bekannt ist? Wenn ich es fangen sollte, nenne ich meins einfach Mogelbaum. Ja, okay, dann nenne ich meins Mew, damit wir nicht alle die gleichen Namen haben. Das wäre langweilig. Dann nenn doch deins Mewgelbaum. Mew. Ich habe noch 7 Pokébälle, Leute. Ein guter Name. Jedes Mal, wenn er nur ein einziges Mal wackelt, denke ich schon so, okay, da sehe ich mich. Ich gehe schon mal zurück zum Poké-Center, um Mewgelbaum in die Todesbox zu legen, ne? Also ohne da jetzt pessimistisch zu sein. Das ist so dumm, ja. Diese Nasdaq ist jetzt schon strunzendumm. Mewtwo, Level 2. Und zweiter Wackler! Dritter Wackler! Nein! Wenn das drin geblieben wäre. Alter, ich dachte jetzt noch, ich habe noch 4 Bälle. Du hast das Problem, wir kommen da noch auf weitere Routen. Ich muss halt nochmal Bälle kaufen, im Gegensatz zu dir habe ich nicht alle gekauft. Okay. Ich habe noch 3 Bälle, Leute. Go, Katze, go! Hofft euer Bestes. Hast du es denn geschwächt? Nee, ich fange das gerade so. Ich habe so weit geschwächt, wie es geht. Okay. Oh, Blau, ich stell weiter dumme Fragen. Es wackelt. Und? Nein, ich wieder Mewtwo beim dritten Mal. Unlicht. Du musst mitzählen beim Wackeln. Das steigert die Spannung. Ja, A drücken. Ja, ja. Nein, du musst für uns mitzählen, dass wir die Spannung sind auch die haben. Die letzten beiden Bälle. Okay, Ball fliegt. Komm schon. Und? Hat der Ball direkt getroffen. Raus. Oh. Scheiße. So, es setzt wieder Aussetzer ein. Das bedeutet, mein Sondersensor ist wieder blockiert. Das ist super. Letzter Ball. Kobe! Ich komm vorbei und gib dir einen. Komm schon! Kobe, Mann! Und ist der Boden und? 1, 2, 3! Ich hab's! Nein! Das ist ja geil. Nein! Es ist nicht wirklich im letzten Ball geblieben. Ernsthaft! Scheiße! Glückwunsch! Oh Mann! So ein Stress, direkt erste Aufnahmesession, so ein Stress. Ja gut, dafür haben wir jetzt einen Mogelbaum. So, Route 102. Katze, ich möchte bitte auch einen Mewtwo und nicht Mogelbaum. Ich muss meinen Mogelbaum leider auf die Bank legen, du. Ich hoffe, das ist okay für dich. Ich werde Mogelbaum nicht bis zum Ende durchziehen. Als ob ich das mit dem letzten Ball gefangen habe. Es hat sehr spannend gemacht. Als ob ich allgemein einen Mewtwo mit einem Pokéball fange. Ja, herzlichen Glückwunsch. Oh Mann. Das Mewtwo denkt sich auch, ach, fuck off. Musst dir mal überlegen, wenn du so überlegst, dass in dieser Soul-Lock automatisch jedes Pokémon, das gefangen ist, Brüder und Schwestern, also so einfach so Family, mit euren zusätzlich gefangenen Pokémon sind, ne? So mein Irokex wäre so mit euren Azumarils verwandt, unsere Suicunes sind alle Triplets, also sind alle so miteinander verwandt, ne? Und jetzt stell dir einfach mal vor, Mewtwo, wie sich dieses Mewtwo fühlt, wenn es da steht und dann auf seine Patchwork-Family aus Mogelbaums guckt. Die sich nicht bewegen, weil sie ja so tun, als wären sie Bäume. Ja, so. Könnt ihr auch mal was sagen? Mewtwo so, ich bin umgeben von Idioten. So, jetzt möchte ich mal wissen, was hat das denn hier so? Spezialangriff 14, okay, auch nicht schlecht, Initiative links. Konfusion, Aussetzer und Bodyguard kann. Es ist kein Wunder, hat es mich so gut wie nie angegriffen. Ich bin mit meinem Mewgelbaum nicht zufrieden, muss ich ehrlich sagen. Es hat Robustheit. Wenigstens etwas Positives. Meinst du was auch? Alter, ich jage mein Mewtwo direkt in den ersten paar Folgen irgendwo einen Gegner rein, dann ist fertig. Wäre nicht schlimm, auf das Mewgelbaum kann ich verzichten. Ich habe ja, Steinhaupt. Wow. Oh, ich habe das bessere Mewgelbaum. Ich habe Robustheit. Yes. Fies. Okay, ich habe jetzt nur 6 Pokébälle und kein Geld mehr.
Sehr gut, Katze. Sehr Vorher habe ich nochmal Gestein. Ich habe Wasser, Wasser, Gestein, Gestein. Dankeschön dafür. Weil Louis baut sich hier ein gutes Wasser, Team Wasser, auf. Wasser, Wasser, und Blauli, Wasser, Blauli, und Gestein, Blauli, weißt du, was, wow. Blauli, weißt du, was das Beste daran ist? Nein. Wenn sich dein Caputo weiterentwickelt, wird es zu Wasserstein. Oh, da kommt der erste Trainerkampf. Ja, nach links, links oder nach hoch? Wo müssen wir denn hin? Nach oben kommt man nicht weiter. Ach so, okay. Ja, nach links. Also seid ihr und alle bereit? Das ist der erste Trainerkampf. Ich bin schon drin, ja. Okay. Also ich rede gerade mit ihm. Okay. Was hat er denn? Ich hoffe mal, ich denke mal, die Trainer werden alle gleich sein. Oh lol. Was hat er, Katze? Bei mir das ist das Sinas ist Angar. Oma. Ja, Omi. Sinjas Angar. Oh lol, Baby-Pokémon. Ein Fluffeluff. Okay, das ist in Ordnung. Damit komme ich zurecht. Ist das hier Fee? Ja. Kann ich da mit meinem Mewtwo da überhaupt gegenhauen? Ja, klar. Mit Konfusion? Das dürfte normal sein. Fluffeluff. Fluffeluff. Lol, das tankt das weg. Eigentlich das sollten wir immer zuerst einen von uns in den Kampf schicken, dass der scouten kann, was kommt, damit der Rest dann ein passendes Pokémon nach vorne setzt. Also ich habe den Kampf auf jeden Fall gewonnen. Ja, mein ich Mewtwo auch. Hat das geregelt. Ja, leider kurz. Mein Pokémon eingeschläfert. Jetzt darf ich erstmal wechseln. Bluey. Du gibst dir nicht genug Mühe, habe ich das Gefühl. Ich kann ja jetzt so lange in dem Graspatch ein bisschen trainieren. Das geht ja auch. Ja, das mache ich auch. Kukabuto hier war ein bisschen zu schwach. Was hätte ich denn hier noch auf der Route gehabt? Mewgelbaum. Ach, schön, zweites Mewtwo. Ja, Katze, läuft bei dir. Ich hab ein Mammutel. Läuft auch bei mir. Das hätte ich lieber gehabt als das Mogelbaum, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja. Das kann ich verstehen. Das hätte ich auch lieber gehabt. Ich hasse Mogelbaum so sehr. Warum muss ich ausgerechnet Mogelbaum haben? Als man die in der zweiten Generation, konntest du den ja fangen, so als Encounter, so einmal im Spiel. Habe ich nie gefangen, weil ich das Ding hasse. Ja, man muss auch irgendwann mal. So, ich bin fertig. Sollen wir zum nächsten Trainer? Ich bin jetzt gerade mit einem Kampf, tut mir leid. Ja, gut, du kannst schon mal in den nächsten Trainer gehen und scouten, was er hat. Zu spät, ich muss jetzt auch erstmal einen Mogelbaum besiegen. Ich habe meinen Mewtwo wieder weggehauen, das neue. 131 P gibt das, Bruder. Alter, ein ganz richtig nice Leveln drauf. Ja gut, wenn du es öfter hast. Mogelbaum erreicht Level 4, Mogelbaum erreicht Level 5. Mogelbaum ist das darin. Mewtwo. Oh nein, war das nicht so ein Käfertrainer, der kann es krass. Okay, ich gehe mal in den nächsten Trainer. Ich sage euch ich Bescheid. Ich gehe in den Käfertrainer oben. Ja, ich auch. Okay, Rinder. Mit seinem Netzchen. Es ist ein Matrose. Ich kämpfen, aber er hat ein Fostelka. Oh, ja, Scheiße. Bitte explodier nicht. Bitte explodier nicht. Kann es das? Ja, das kann explodieren. Das macht es sehr gern. Käferstahl. Mann, jetzt. Ich habe nichts Effektives dagegen. Käferbiss. Es schutzschildet sich, okay. Bruder, das hat gerade was mein Mewtwo gesagt. Setzt kein Undicht-Pokémon ein oder ein Psycho-Pokémon. Das macht gut Schaden drauf. Aber ich kann mir nur mein Suicune nehmen. Ah, Suicune hat das mit Blubstreuel fast gewonnen. Hätte es nicht Robustheit. Okay. Und der Käferbiss hat, ich glaube, 2 KP Schaden gemacht. Der Käferbiss hat meinem Mewtwo 7 KP Schaden gemacht. Oh, oha. Einfach mal fast weg in Mewtwo. Mewtwo. Hat er halt kaum noch was. Katze tötet seinen Mewtwo direkt. Mogelbaum Katze fängt seinen Mewtwo. 6. Zweiter Trainerkampf. Bei mir Robustheit. Dadurch, dass mein Mewtwo aber vorher einmal draufgehauen hat, ich gehe zurück zum Heilen, konnte ich es mit One-Hit dann mit Zückchen machen. Och, mach doch jetzt nicht Schutzschild. Mach doch nicht diesen, ey. Ja, ne? Voll nervig. Nervig. Ich meine, ich habe nur 4 KP verloren, aber wir gehen trotzdem heilen. Wisst ihr was? Ich war echt froh, dass wir die letzte Randomizer geschafft haben und dass ich diesen psychischen Stress vor jeder Aufnahme nicht mehr habe. Aber das ist doch aber lustig. Jetzt weißt ist du es noch viel schlimmer. Weißt du noch, als Katze ein Mewtwo im letzten Pokéball gefangen hat, waren das nicht Zeiten, schöne Zeiten. Ja, das waren tolle Zeiten. Und wir haben nie einen Mewgelbaum gekriegt, das war traurig. Ich weiß nicht, ob meine Psyche das aushält, dieses Projekt. Bist du denn ein Psycho-Pokémon? Gibt's denn noch, was ist denn der nächste Trainer? Wo gibt's unten links im Gras ist auch noch ein Trainer. Sollen wir den auch machen? Ja. Katze geht zuerst komm, rein, dran. Ich warte hier. Wieso seid ihr schon? Ich bin schon wieder oh Leute, der redet einfach so nur doof. Mit einem, der redet nur mit einem. Oh, wie was langweilig. Ah ne, hier oben ist noch ein Trainer. Was ein Loser. Ich nur bin reden. Einfach zu klein, ich versinke regelrecht im Gras, okay. Da ist schon wieder ein Mammut. Ja, okay, es gibt einen, der ist aber oben. Aber ich habe jetzt hier erstmal einen Encounter. Ist das wieder Mewtwo? Es ist ein Mogelbaum. Oh. Ja, den kannst du haben, wenn sag, du willst. Sag ihm Grüße von seinen Verwandten. Mewtwo und Mewgelbaum. Die schicken ihm Grüße. Ich schicke ihm eine Konfusion und guck mal, wie er darauf reagiert. Moment. Ah, okay. Er gibt mir einen Fußkrieg in die Fresse. Das finde ich nicht nett.
Unsympathisch. Und er crittet auch noch damit, obwohl er nur 4 KP Schaden macht. Mann, bin ich froh, dass mein Mogelbaum... Ich hab übrigens meinen Mogelbaum falsch geschrieben. Was, das Mammutell habe ich fertig gemacht, klar. Suikun regelt. Level 2. Mogelbaum. Mogel ist Eis, ne? Ihr wisst, dass ich ab sofort Mogelbaum für immer nur noch Mogelbaum nenne. Ich hoffe, allen ist das klar. Das finde ich in Ordnung. Bevor Leute in den Kommentaren denken, ich bin zu dumm, Mogelbaum auszusprechen. Schnabel ein. What the fuck? Warum Schnabel? Also ich hätte da jetzt den Trainer. Soll ich den mal machen, um zu scouten? Ja, mach mal. Ich weiß gar nicht, wo ihr seid. Ich scoute mal oben den Trainer. Okay. Okay, mach mal. Ich warte hier so lange. Könnt ihr mir sagen, ob ihr nach oben oder nach unten gegangen seid? Geh nach unten. Oben der Trainer. Nein, sag ihm, er soll nach unten gehen. Da geht's nämlich nicht weiter. Ein Snibuna, by the way, ist hier zuallererst. Ein Snibuna, okay. Habe ich nichts gegen. Suikun muss das machen. Ist das Eis Unlicht? Ja. Leute, ich weiß also, nicht, also pass auf mit deinem YouTube. Wir sind einfach die Route weitergelaufen, Balui. Wie kann man sich denn auf einer der ersten Routen verirren? Die sind nur geradeaus im Prinzip. Ja, fies von euch, einfach weiterzulaufen. Hä? Dafür weiterzulaufen? Du hast keinen visuellen Indikator, wo wir hinlaufen. Wir haben nur gesagt, wir laufen zum nächsten Trainer. Das hätten wir nicht anders gemacht, wenn wir nicht voraus wären. Ich hab den Trainer gefunden. Sag doch, dass er in den Bäumen steht oder sowas. Hä? Diese Route ist einfach 5 Meter groß. Balui verläuft sich. Ihr seid doof. So, ich weiß nicht, was der zweite ist. Den sehe ich jetzt erst. Die Buna. Das zweite, was dort ist... Passend. Ah, ja. Er hat passende Typen. Botogel, aber auch für dich habe ich schlechte Neuigkeiten. Botogel dürfte ich ja theoretisch mit Mewtwo machen können. Ja, ja. Den habe ich one-hitted mit einem Blubstrahl. Der sollte ja eigentlich auch nicht so viel Schaden machen. Es geht mir eher darum, den ersten konnte ich nicht angreifen, weil der ja nur Konfusion kann, meinen. Und auf Unlicht Konfusion funktioniert nicht. Das stimmt. Aber Botogel wird weggebödelt. Wo ist denn noch einer? Bei welchen Bäumen ist Balui? Da sind doch die Büsche da rechts. Da rechts? Ach, du meinst die Bärenbüsche? Ja. Ach, die Bäume. Ah. Sag doch, dass da Bäume sind. Ah ja. Ah, Bärenbäume, Büsche. Bärenbäume, Büsche. Genau. Ihr seid mir keine Hilfe. Ja, du bist uns keine Hilfe. Der Konversation auf jeden Fall auch nicht, ja. Vögelchen. Wie random ist es eigentlich, dass dieses Mammutell Schnabel einsetzt? Ja, habe ich ja schon vorhin gesagt, warum Schnabel einsetzt. Ja, aber was ist los mit ihm? Hä? Wer hat das denn einprogrammiert? Ich bin schon in den nächsten Trainer gelaufen, weil ich zu weit nach links gelaufen bin. Oh. Und was hat er? Ich gucke, warte. Ich habe noch den Text noch nicht fertig. Erstmal ist das Ast-Trainer Karin. Das sieht schon mal nicht gut aus. Ich nehme mal Sinelbeeren mit. Pyroleo, da kann ich erst Suikun nach vorne setzen. Das freut sich. Ich sitze da jetzt zuerst mit einem Mewtwo, ne? Also wenn das jetzt hier abgefackelt wird, bin ich eine traurige. Ja, du musst einfach direkt instant auswechseln. Ich bin nicht traurig, ich mach einfach Mewtwo weg. Ich mag das Mögelbaum eh nicht. Ich glaube, Katze wäre sehr traurig, wenn er sein Mewtwo verliert. Ja, das ist so insane, dass wir das bekommen haben. Wie gewonnen, so zerronnen. Ja. Traurige Geschichte heißt das. Ich sehe schon kommen, so eine sehr traurige Geschichte erzählen. In 3-4 Folgen liegt da mein Mewtwo in der Box drin, weil irgendjemand gemeint hat, ach, mein Mogelbaum, den brauche ich nicht. Riff Mogelbaum. Ärgerlich. Ah, gut. Auf Wiedersehen, Pyroleo. Ich würde aber sagen, danach müssen wir erstmal unsere Folge beenden, ne? Ich würde auch sagen, das sollte dann langsam aber sicher der Fall werden. Superwurf wurde erstmal ein Level höher. Das ist Level 11. Mogelbaum. Lern Sternschauer. Ey, das ist ein guter Angriff. Mogelbaum. Das ist gar nicht irritierend, das gar nicht. Das ist so verwirrend, aber ehrlich. Mogelbaum, ich so, hä, warte, nein, Mewtwo. Oh, und Miriam, mal Mewtwo. Hör mal auf. Ich sag Mogelbaum. Ja, bei dir geht das auch. Meins heißt Mogelbaum, deins heißt Mewtwo. Hyperstrahl, was? Oh, Balui. Hyperstrahl von Blöven. Ach du Kacke, gut, dass es keinen Schaden macht. Pyroleo so, Hyperstrahl, ich bin Level 5. Das passt. Okay, Hyperstrahl klingt nett. Nicht. Nice. Wow, okay, ich hab Pyroleo besiegt. Okay, na dann. Und mein Mewtwo hat Level 7. Nice. Ich bin zurück zum Pokécenter und habe auch schon geheilt. Gut, ich laufe da jetzt auch hin. Aber würde ich sagen, Leute, war's das mit der heutigen Folge. Ich hoffe, ihr habt so viel Spaß an dem Projekt wie wir. Und wir sehen uns dann morgen wieder zu einer neuen Folge. Bis dahin, macht's gut und bleibt schön feurig. Tschüss.